Oh, herzlich willkommen zurück zu WC3 again. Und ja, da steht er nun. Wir werden mal gespannt sein, was er zu sagen hat. Colonel, ich entschuldige mich für das, was mir rausgerutscht ist. Ah, nur für das? Naja, ich kann genauso gut fliegen wie Sie, das weiß ich. Sollen wir nochmal gegeneinander antreten? Nein, ich beweise es Ihnen lieber da draußen. Das heißt, falls Sie mich für gut genug halten, um bei Ihnen mitzufliegen. Ich setze Sie auf die Liste. Sie kriegen Ihre Chance. Genau wie die anderen. Danke, Sir. Na dann. Cobra? Colonel, die Kilrathi setzen möglicherweise Biowaffen ein. Davon ist mir nichts bekannt. Die Kilrathi arbeiten schon seit Jahren an der Entwicklung dieser Waffen. Und irgendwann müssen sie sich ja mal ausprobieren, oder? Würden Sie mir verraten, woher Sie so viel über die Kilrathi wissen? Sie können es glauben oder auch nicht, ganz wie Sie wollen. Sie weiß irgendwas. Reden Sie nicht solchen Unsinn. Das ist sehr wichtig. Und ich bevorzuge es, die Hintergründe zu kennen. Oh, gibt's hier irgendwas? Flint? Ich kenne das System. Hier gibt es viele Unterschlupfmöglichkeiten. Zum ersten Mal hier? Das ist mein Heimatsystem. Mein Vater hat mir hier alles beigebracht, was ich übers Fliegen weiß. Eigentlich wollte er sein Wissen an meinen Bruder weitergeben, aber die Kilrathi funkten dazwischen. Tut mir leid. Ist schon gut. Jeder hat irgendeinen Verlust zu beklagen. Wieso sollte ich eine Ausnahme sein? Waren Sie seitdem wieder hier? Mm-mm. Welcher ist Ihr Heimatplanet? Der da. Es war eine wundervolle Welt. Dunkle, samtene Nächte und brennende Monde, die uns helle und heiße Stunden schenkten. Die Insekten haben gesungen. Und zwar verschiedene Serenaden, je nachdem, wie nah die Monde waren. Ja, mein Bruder und ich, wir liebten diesen Gesang. Wissen Sie noch, wie es vor dem Krieg war? Nein, das habe ich verdrängt. Sir, wie Sie sehen, habe ich eine Rechnung zu begleichen. Ich kann bei den Einsätzen nicht mehr die passive Rolle spielen. Ich will am Geschehen aktiv teilnehmen. Gib eine Chance. Na ja, los. Flint, wenn Sie mitfliegen, kann ich mich dann auf Sie verlassen? Oder wollen Sie Ihren Bruder rächen? Tja. Speichern wir das doch so. Gucken, was als nächstes kommt hier. Aber ich Können ahne wir gleich was. Zur Sache kommen? Fangen Sie an, Sir. Die Absichten der Kilrathi sind, was dieses Gebiet anbelangt, nach wie vor unklar. Während wir weiterhin Informationen sammeln, ist es Ihre Aufgabe, die Feinde einzukesseln, wo immer dies möglich ist. Okay. Uns geht es darum, Ihnen den Zugang zu den bevölkerten Planeten und diesem Asteroidenfeld zu versperren. Versuchen wir, diese Plünderer für immer aus dem Verkehr zu ziehen. Hm? Wir brechen sofort auf, Sir. Ihr Elan gefällt mir. Wegtreten. Oh nein. Tja, das sind also unsere Einsatzziele. Ah, da wäre noch eins. Na komm, wir geben Flint jetzt erstmal ihre Chance, würde ich sagen. Ich will, dass Sie diesmal neben mir fliegen. Wegtreten. Viel Glück. So, was können wir denn fliegen? Ich halte eigentlich die Thunderbolt immer für das Beste irgendwie. Wenn ich die fliegen darf, fliege ich die gerne. Ab geht die Post. Wie sieht's aus? Systeme funktionstüchtig. Und dann? Der Weihnachtsmann ist im Anmarsch. Lösen und angreifen! Ich greife jetzt ein. Machen wir mal gegen die in den Krieg ziehen, oder?
Oh, die haut gleich Raketen raus. Naja. Unser Vektorviecher am Arsch, ja. Schon. Wie sieht's aus? Systeme funktionstüchtig. Ja, schön für die Systeme. Flüchtet das Vieh, oder? Sofort an meiner Flanke formieren. Verstanden. Wie sieht's aus? Systeme funktionstüchtig. Na komm schon. Lösen und angreifen! Ich greife jetzt ein. Rocky weniger. Jo, und was kommt da jetzt noch? Trailfies. Ja. Die schaffen wir ohne Raketen, glaube ich mal. Wenn die Ohren nicht verbaut machen. Auf die Menge gesehen. Bumm. Ja, ich kümmere mich mal um den anderen, weil sie den da auch angreift. Ja. Na komm. Jo. Den haben wir echt fertig gemacht. Sofort an meiner Flanke formieren. Verstanden, ja. Sofort an meiner Flanke formieren. Verstanden, ja. Das habe ich auch noch nicht doppelt gehört. Na komm, Mieze Kätze. Wird Zeit, den Tierarzt aufzusuchen, Mieze. Im Karton hier. Weiter geht's. Der Weihnachtsmann ist im Anmarsch. Darkhead. Lösen und angreifen. Drauf, ich greife jetzt ein. Dass ich mehrere Raketen verhauen muss. Hier ohne Raketen durchkomme, spiele ich das ohne und dann ist gut. Ja. Weniger. Sofort an meiner Flanke formieren. Verstanden, ja. Na komm, dich kriege ich auch. Ach du Scheiße. Lösen und angreifen! Ich greife jetzt ein. Die Nummer, ja. Das ist ekelhaft. Ja, hier bringen wir Raketen auch, glaube ich, nicht so wirklich was. Wie sieht's aus? Systeme funktionstüchtig. Eieieiei. Fertig gemacht. Den hab ich erwischt.
Bomben. Wie sieht's aus? Systeme funktionstüchtig. Na komm. Na komm. Ich krieg dich. Oder auch nicht. Ah. Weniger. Sofort an meiner Flanke formieren. Verstanden, ja. Na, wo bist du? Da. Ich kann es nicht ausstehen, wenn man es mir leicht macht. Erwischt. Komplett ohne Raketen alles. Das ist grandios. Der Weihnachtsmann ist im Anmarsch. Was gar keine schlechte Idee war, deswegen. Lösen und angreifen! Ich greife jetzt ein. Schauen wir mal, wie wir das am besten regeln. Das Ding lässt nämlich neue starten. Soweit ich weiß. Noch mehr stottern. Na komm. Boah, ist ja ganz nah an mir dran hier, wa? Naja, komm, zeige ich dir. Wie erbärmlich. Ich meine die weniger. Da kommen dann schon wieder neue, ne? Den haben sie echt fertig gemacht. Naja. Gut, gut. Torpedo hier erstmal drauf. Wie sieht's aus? Systeme funktionstüchtig. Okay, das wird nix. Oh, 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 oh. Wir haben jetzt fertig gemacht. Na klar. Wie sieht's aus? Der erbärmliche Nachkommen. Oh, Scheiße, oh, Scheiße, oh, Scheiße. Mein Nachbrenner funktioniert nicht mehr. Warum das denn? Obwohl ich mehr Sprit hab. Ups. Ja. Das ist natürlich etwas unschön. Obwohl ich noch Sprit hatte, ging der Nachbrenner auf einmal nicht mehr. Jetzt geht er aber wieder. Komisch. Haben die mir den Nachbrenner zerstört, zerschossen oder was war da jetzt los? Der Weihnachtsmann ist im Anmarsch. Lösen und angreifen! Na, versuchen wir es nochmal. Die verknüppelt wieder ihre ganzen Raketen da. Komm, ich hau auch mal eine raus. Ja, ist gleich gefailt, war klar. Habe ich mir doch gedacht. Na komm.
sieht's aus? Systeme funktionstüchtig. Bumm. Und jetzt haben wir die noch vor uns. Wie sieht's aus? Systeme funktionstüchtig. Rakete raus. Systeme funktionstüchtig. Niemand wird fertig gemacht. Wie sieht's aus? Systeme funktionstüchtig. Oh, haben wir doch gut überstanden, würde ich sagen. Wie geht's weiter? Weihnachtsmann ist im Anmarsch. Ja, ja. Ja, gut. Das machen wir aber auch schon irgendwie. Lösen und angreifen! Ich greife jetzt ein. Ein Kiraki weniger. Na, der Rakete war gut gesessen. Sofort an meiner Flanke formieren. Verstanden, ja. Oh, ein shit. Kiraki weniger. Lösen und angreifen. Ich greife jetzt ein. Niemand wird fertig gemacht. Wie sieht's aus? Systeme funktionstüchtig. Ein Kiraki weniger. Habe ich hier vielleicht ein bisschen zu wenig aufgepasst vorhin, ne? An dieser Stelle. Wie sieht's aus? Systeme funktionstüchtig. Ein Kiraki weniger. So fluchttechnisch dann zwischendurch hier. Wie sieht's aus? Systeme funktionstüchtig. Den haben sie echt fertig gemacht. Jo. Sieht so aus. Ab geht's. 20 Minuten schon weg jetzt hier. Der Weihnachtsmann ist im Anmarsch. Lösen und angreifen. Ich greife jetzt ein. Greifen Sie mein Ziel an. Verstanden, ja. Da drauf. Ich mach schon mal mein Torpedo klar. Schauen wir mal, ob wir das so hinkriegen. Ja, oh Scheiße, der hat mich erwischt. Wie sieht's aus? Systeme funktionstüchtig. Na komm, 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 komm. Zack. Und jetzt gehe ich erstmal auf die drauf. Ein Volk. Ha. Weniger. Ah, shit, man ist ja weg. Wie sieht's aus? Systeme funktionstüchtig. Ihr erbärmlichen Nachkommen von Terror, reiche mich. Nö. Den haben sie echt fertig gemacht. Ich bestimmt nicht. Ich rette dich nicht. Bumm. Wie sieht's aus? Systeme funktionstüchtig. Wie sieht's aus?
Systeme funktionstüchtig. Sofort an meiner Flanke formieren. Verstanden. Na komm, den Abschuss, den gönn ich mir noch. Na komm. Verarbeiten wir dich zu Katzenstreu. Ihr erbärmlichen Nachkommen von Affen. Noch ein bisschen ärgern. Verarbeiten wir dich zu Katzenstreu. Verarbeiten wir dich zu Katzenstreu. Ich habe Schande über mein Volk gebracht. Jupp. Bumm. Der Weihnachtsmann ist im Anmarsch. Noch mehr. Lösen und angreifen. Okay. Ich greife jetzt ein. Solange ich die Raketen mir noch aufheben kann, mache ich das besser auch. Je nachdem, schauen wir mal. Trotz SSD hat er mal hier zwischendurch so einen Nachladehänger, ja? Oder wie? Verdammte Scheiße. Oh, Fireclaw. Okay. Systeme funktionstüchtig. Gucken, ob ich den kriege. Das war irgendwie ein besonderer Flieger. Kriegt man besonders schwierig. Aber das einen hier von weg holt, das war auch irgendwie das Ziel davon. Jetzt habe ich doch meine ganzen Raketen rausgehauen. War Scheiße. Ich sah nicht, wie verkackt die hier jetzt. Na klar. Scheiße. So, einer weniger. Durchhalten ist die Devise hier. Aus? Systeme funktionstüchtig. Krasse Scheiße, das ist doch absolut Wing Commander Pro Gamer, oder was? Kriegst du deinen dicken Arm hier? Kriegt man aber eine total Scheiße, ja? Boah, ich echt eine Rakete eingesteckt, wa? Volles Fund, ey. Wie sieht's aus? Systeme funktionstüchtig. Wird Zeit, den Tierarzt aufzusuchen, Mieze. Ihr seid wertlos als der Kuckuckackerei. Wird Zeit, den Tierarzt aufzusuchen, Mieze. Du mickrige, fellose Missgeburt. Ah, der spricht auch ein bisschen anders, es ja. Es beißt ins Gras. Ihr seid das ist ein Detail. Das ist ein nettes Detail. Es beißt ins Gras. Wertlos als der Kuckuckackerei.
verarbeiten wir dich zu Katzenstreu. Magst es dich mit mir anzulegen? Siehst du doch. Verarbeiten wir dich zu Katzenstreu. Den haben wir echt fertig gemacht. Ja, hier war ein Gesteck für. Erreicht. Ah, cool. Da war was Neues gefunden in dem Spiel. Ne? Lohnt sich manchmal, so ein Spiel nochmal zu spielen. Auch mit einem erhöhten Schwierigkeitsgrad. Bitte Landeerlaubnis, TCS Victory. Und endlich hauen wir den räudigen Pelzkrieger in die Unterfall. Wir fliegen weiter nach Lurkanda 4. Dort sind noch hunderte von diesen Pelztierchen aufgetaucht. Sie können jetzt landen. Ja, dann. Wieder so eine etwas längere Folge, weil die echt nicht leicht war, die Mission. Aber durchgebissen. Jo, ich speichere hier jetzt und dann hat sich das mit diesem Teil ja erstmal wieder. Ja, bis zum nächsten Teil. Ciao.